Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung. Heute habe ich für euch mal hier einen schönen älteren John Deere, nämlich den John Deere 6030. Also die 6030 Serie in der V2.1 vom Modder DB Modding. So, hübsches Modell. Also, wir haben den schon eine ganze Weile in der V1, 1.5, irgend sowas, auf unseren Maps. Jetzt ist eine Verbesserung rausgekommen. Und ich sag mal, die lohnt sich mal hier zu präsentieren. Wieder von der Textur her gar nichts auszusetzen. Doch, eine Kleinigkeit habe ich. Ha, eine Kleinigkeit habe ich gefunden, nämlich die Scheinwerfer hier vorne. Die sind so ein bisschen, naja, weiß halt. Ne? Aber egal, das soll den Spielspaß nicht trügen. Schauen wir uns das Gerät mal von innen an. So, von innen setzt sich hier wieder die geile Arbeit fort. Ja, nichts zu meckern. Nichts auszusetzen. Passt. Also gefällt uns sehr, sehr gut. Es ist Simple IC verbaut. Zacki. So, wir können hier Tür auf. Tür auf. Und die Heckscheibe. Können wir auf und zu machen. So, lauschen wir mal auf den Motorsound. Auch hier meiner Meinung nach gar nichts zu meckern. Das passt. Aber hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da irgendwas auszusetzen wäre. So. Die Beleuchtung. Mal kurz an. So. Einmal das normale Ablendlicht. Dann haben wir das Arbeitslicht natürlich hinten. Wir haben Arbeitslicht vorne. Wir haben dann noch die Möglichkeit im Shop, zeige ich euch gleich, die Arbeitsscheinwerfer, genau, so heißen sie. Die Arbeitsscheinwerfer zu ergänzen mit ein paar Zusatzlichtern. Blinklichter funktionieren auch tadellos. So, das Ganze kommt natürlich auch mit Frontlader-Konsole. Da könnt ihr auch aus verschiedenen Configs wählen. Ich sag's gleich zum Anfang. Ich habe jetzt geschaut, Impact ist kein Frontlader mit enthalten. Deswegen habe ich hier mal den Standard-Frontlader von John Deere angebaut und das passt ganz prima. Ne, können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Da glitscht nichts, der tut, was er soll. Ne, alles fein. Also, so wie man sich die Geschichte wünscht. So, ich würde sagen, schauen wir uns den ganzen Spaß noch mal im Shop an. So, im Shop findet ihr das Ganze unter Kompaktstruktur. So, da reiht sich's in die John Deere-Reihe ein. 6030. Für 90.000 käme das gute Stück in der Standardversion zu euch. So, Hauptfarbe. Entschuldigung. Da können wir die Konsolenfarbe. Ne? Das ist, ich habe es jetzt mal wieder mal schön pink gemacht, damit das dann auch sieht. Wenn es soweit ist, fangen wir an mit der ersten Config. So, da haben wir Gewicht. 350, 550, 760, 1010 oder eine Fronthydraulik können wir dazu konfigurieren, wenn es Bedarf hat. Reifenstau. So, das gute Ding kommt mit Trelleborg-Stauung. So, wir können noch die Mitas, die Michelin, Nokian und wieder zurück zu den Trelleborg. In den Reifen können wir natürlich auch wieder Reifen-Configs einstellen mit Radgewichten. Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifen und Radgewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hin, Zwillingsbereifung vorn und wieder zurück zu den Standards. Bei den Mitas ähnlich. Breitreifen. Ach ne, Entschuldigung, da haben wir nur Breitreifen und Standard. So, Michelin haben wir keine Wahlmöglichkeit. Bei Nokian dasselbe. So. Jetzt haben wir kurz den Faden verloren. Da ist er. Code Flügel vorne. Können wir ausblenden, wenn ihr sie nicht haben wollt. Oder lasst sie dran. Zu Motorausführung. Die 6530 kommt mit 125 PS. Oder 135, 145, 155, 185 oder wieder 125. Nun zum Frontlader. Wir hätten den einmal in Frontlader John Deere. Wie ich vorhin schon gesagt habe, passt der normale Frontlader, also der vom Standard John Deere in Game. Dann haben wir einmal mit Haubenschutz. Schöne Sache. Dann einmal den Frontlader 2, also jetzt ohne Haubenschutz, ne? Und in der Farbe wählbar, deswegen habe ich es rosa gemacht, damit es ein bisschen raussticht. Frontlader 2 mit Motorschutz,
Frontlader Stoll. Frontlader Stoll mit Motorschutz. Oder wir lassen es. Sehr, sehr schön. So, Starfire-Empfänger. Ne? Da kriegt er dann Zusatzmonitor. Oh, sieht man das besser? Ja, nein, vielleicht. Wie es genehm ist. Schönes Modell. Das soll es soweit auch schon gewesen sein. Schauen wir uns den ganzen Spaß nochmal in der Lok an. Die Lok sagte gar nichts. Bei uns läuft der Fehler frei. Sollten Fehler auftreten, dürft ihr euch gerne bei uns melden. Dann schauen wir mal, an was es liegt. Ansonsten, also wie gesagt, ich habe auch hier, wie ihr schon gesehen habt, unsere ganzen Mods hier aktiviert. Nur für uns ist halt wichtig, dass er sich halt nicht beißt mit anderen. Das wäre dann schade. Und wenn wir auf unserem Server sind, halt mit mehr Theater verbunden. Gut, das war's dann eigentlich auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. Grüße gehen raus an die Modder. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silber.